Ich finde es lustig, wenn man mal da oben links in den Seitenspiegel schaut, wie heftig, wenn wir drin sitzen, das Hinterteil da so wackelt. Seht ihr das? Das fliegt richtig umher. Das haben sie ein bisschen komisch gemacht. Wenn wir draußen sind, ist das nicht so extrem. Willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Bus Simulator 2016. Ich habe gerade gesehen, verfüge über ein Streckennetzwerk mit 12 aktiven Strecken. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel so sehr fixiert darauf ist, dass man viele Strecken braucht. Ich persönlich finde das ehrlich gesagt richtig bescheuert. Ich mag das nicht. Ich finde das überhaupt nicht gut. Warum soll es so viele Strecken geben? Das ist doch total nervig. Also ich habe selber mal gar keine Lust, so oft umzusteigen. Da bin ich mal ganz ehrlich. Also ich finde das nicht toll. Damit wir hier ein paar Aktive haben, werde ich hier das mit den Fahrern mal ein bisschen umverteilen. Dass hier überall mindestens einer ist. Dass wir da keine leeren Strecken haben. Ach, sind das die einzigen hier? Tatsache. Okay, warte, dann packe ich mal die anderen noch. Wo war jetzt die Superstrecke? Da. Packe ich die wieder hier hin. Ich erstehe mal ganz kurz, was haben wir denn hier nochmal für eine Aufgabe gehabt? Zu viele Leute benutzen sie. Bus. Eine Linie zwischen. Nee. Eine Linie, die alle. Okay. Die erstelle ich mal ganz kurz. Also die sollen alle verbunden werden. Muss ich mal überlegen, wie das hier am besten geht. Das ist ja... Nee, das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert. Ja, machen wir anders. Wir fahren hier hinten los. Dann geht es einmal da so... Ja, kann der nicht hier oben lang fahren? Das ist doch auch blöd. Nee, diese Kreuzung und diese Kreuzung da, die fahre ich nicht. Das kannst du auch vergessen. Dann fahren wir hier los. Dann so. Das ist auch bescheuert. Okay, wir machen das anders. Also, wir sollen alle von denen... Sollen wir jetzt mit... Das war Industrie, glaube ich. Ich gucke nachher nochmal nach. Verbinden. Dann gehen wir einmal hier so rum. So, die Strecke kennen wir soweit. Hatten wir auch schon ganz am Anfang. Ist jetzt ja bescheuert, weil wir nicht nach da unten kommen. Oh, Freund, nö, das ist doch blöd hier. Ich gucke einmal ganz kurz. Will er tatsächlich... Ach, das ist doch... Was soll denn das für eine bekloppte... Warte, und was sind die Zusatzanforderungen? Grün, orange, mindestens 5 Gelenkbusse, grün und orange, ja, dann fahren wir sonst hier los. Achso, habe ich jetzt gar nicht. Also hier. Das ist ja alles bescheuert. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ach, das ist doch bekloppt. Na, okay. Na, oder wir machen es andersrum. So, so. Den halten wir hier. Dann haben wir eben noch andere Haltestellen dabei, meinetwegen. Obwohl es ja auch blöd, dann ist das Intervall zu groß. Nee, das können wir auch nicht machen. Mm-mm. Doch, das können wir machen. Oh, jetzt ist hier... Ups, ist schon wieder mein USB-Stick weg damit. Ach, wir machen das jetzt einfach. Jetzt habe ich hier noch ein Fenster. So, okay. Ja, also... Finde ich bescheuert. Ich will nicht, dass man uns diese Strecken vorgibt. Nee, dann nehmen wir das raus. Wir fahren da einfach durch. Oh Gott, was soll denn das für eine Tour werden? Ach du Scheiße. 18 Haltestellen. Das ist ja bekloppt. Okay, wir sind jetzt 35 Minuten unterwegs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja bescheuert. Jetzt muss ich einmal ganz kurz... Nicht, dass ich mich jetzt hier verklicke. Weil der Gelenkbus war... Genau. Okay, hatte ich noch richtig in Erinnerung. Jetzt weiß ich nicht, was war das jetzt hier für eine Strecke, die wir ausgewählt haben? Die 15? Die 15. So, schneller Start.
Ja, dann mal viel Spaß, ne? Also wir steigen ein, fahren los. Das kann jetzt richtig heftig werden. 35 Minuten sind wir unterwegs. Ja. Okay. Dann müssen wir schauen, dass wir 5 Gelenkbusse erwerben. Und dass wir noch weitere Strecken gründen. Damit wir die ganzen Missionen hier erfüllen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja heute eine Aufgabe. Ja, wir fahren los, oder? Nee, nicht. Natürlich nicht. Wenn ich das schon so sage, dann können wir natürlich nicht losfahren. Das mal raus. Das raus. Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe immerhin, es steigen ganz viele Leute ein, damit sich das ein bisschen lohnt. Ja, das musst du im Prinzip nicht ansagen, weil hier sitzt doch gar keiner drin. Na, was ruckelt das hier schon? Am Anfang ruckelt das immer so ein bisschen. Ich weiß nicht ganz warum. So, Begrenzer mal aktiviert. Dann fahren wir auch nicht zu schnell. 35 Minuten. Oh Gott. Ich meine, wenn das zumindest eine attraktive Strecke wäre, okay. Aber das ist ja irgendwie, finde ich, jetzt ein bisschen blöd. Das gefällt mir nicht so. Okay, das sind nicht wirklich viele. Kann man jetzt nicht ändern. Naja. Wir müssen hier durch. Wenn wir das Geld wollen, ne, müssen wir das machen. Könnten uns ja auch weigern, aber dann gibt es keine Kohle. Nächster Halt, Freiheitsstraße. Okay, wie viele Haltestellen, Busstrecken haben wir dann? 10, 11? Ich glaube, 10 haben wir dann. Ich meine, die Nummer 15 ist ja nicht aktuell. Wir haben einige rausgelöscht. Ja, hätte ich gewusst, dass so eine Herausforderung kommt, hätte ich die anderen Busstrecken. Mein Gott, Linien. Die Linien hätte ich nicht gelöscht. So, das wollte ich sagen. Okay. Kann man ja jetzt nicht mehr ändern. Müssen wir halt wieder ein paar Linien erstellen. Aber so viel ist sicher, ich werde die danach alle wieder raushauen. Weil ich finde das eigentlich blöd. Ich finde das nicht so gut, wenn es so viele kurze Linien gibt oder solche unnötigen Linien. Weil die beiden Bezirke haben wir verbunden. Wir brauchen jetzt keine Strecke, die in den beiden Bezirken nochmal alle Haltestellen da anfährt. Das haben wir vorher schon ganz gut geregelt. Naja. Nächste Haltestelle. Oh, jetzt müssen wir... Ja, ich weiß. Wie ist das mit der Rampe? Ich hätte gerne eine normale Wochenfahrkarte. Ja, eine Woche. Sie haben mir den Tag gerettet, mein Herr. Das habe ich doch gern gemacht. Mann, also was ruckelt hier so? Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt. Ja. Wollte ich denen schon zu wenig Geld geben. Einen schönen Tag. Rampe rein. Okay. Das haben wir. Dann ist wieder irgendwas passiert. Krankenwagen. Nächster Halt. Königsstraße Ost. Wir fahren zur Königsstraße. Der ist aber sehr langsam hier unterwegs. Bisschen schneller dürfen wir schon. Eine Minute 30. Das mit der Rampe hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Und die werden wir mindestens ein weiteres Mal noch aktivieren müssen. Weil die Dame will ja nachher noch aussteigen.
Hier stehen schön viele Leute. Ach, immerhin mal etwas Positives. Königstraße Ost. Oh, sie möchte raus? Ja, ich weiß. Eine normale Fahrkarte, bitte. Die gibt es auch. Danke. Einen schönen Tag. So, Rampe rein. Da steht ja schon wieder jemand. Wartet. Ja, was hat er denn jetzt hier? Will er jetzt mit oder nicht? Aber der, das ist ein Betrunkener, ne? Moment. Ist das... Nee. Ist das, Komm, geh mal weg hier. So, die Türten ist zu. Okay, wir fahren. Wir fahren los, das haben wir alles geregelt. Jetzt müssen wir abbiegen. Nächster Halt, Ulmenstraße. Die Ulmenstraße wartet und irgendwo gibt es hier schon wieder Sirenen. Na komm, da kannst du doch schon mal rüberfahren jetzt. So, mit dem Gelenkbus haben wir das hier hoffentlich trotzdem irgendwie im Griff. Dass wir hier ganz gut durchkommen. 50 sind nur erlaubt. Schneller dürfen wir nicht fahren. Und jetzt, glaube ich, werden wir gleich überholt. Da ist doch jemand hinter uns, ne? Komm, zieh vorbei. Also mehr Platz brauchst du... Brauchst du noch mehr Platz? Überhol! Ne, dann fahre ich jetzt. Also mehr als warten kann ich da auch nicht. So, nächste Haltestelle, Ulmenstraße. Mann, was ist hier heute nicht alles los? Oh ja, zweimal eine Schülertageskarte. Das bringt viel. Da sind wir bei 10,40 Euro, 4,60 Euro also zurück. So. Also ich würde mal sagen, vom Verkauf her ist die Strecke wirklich nicht schlecht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir doch eigentlich Alternativrouten schon anbieten. Aber okay. Nächster Halt, Birkengasse. Wir fahren dann immerhin hier nicht umsonst lang. Birkengasse da vorne, dann kommt Stadion, glaube ich schon. Dann haben wir das Viertel hier so gut wie abgeschlossen. So, hier nochmal. Ja, das sieht wieder gut aus. Schöne Sache. So, rein und raus mit euch. Oder raus und rein mit euch. Andersrum macht das keinen Sinn. Hallo, eine normale Tagesfahrkarte. Ja, und schon wieder eine Tagesfahrkarte. 6,60 Euro bitte. Hammermäßig. Vielen Dank. Okay, will noch jemand mit? Nein. Nein, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Hier jetzt ums Eck. Nächster Halt, Stadion. Zum Stadion. Es ist grün. Also werde ich auch rüberfahren. Ja, jetzt sind wir langsam wieder gut unterwegs.
Und schaut euch das mal an hier. Hammer, wie viele hier einsteigen. Können Sie mir eine normale Fahrt? Eine Wochenkarte! Ich werd bekloppt. Was ist denn heute los? Das ist ein Jackpot, glaube ich, hier. Dann lassen wir die Strecke vielleicht doch. Na gut. Wenn die so viel einbringt, lasse ich hier gerne nochmal mit mir reden. So, rot. Nächste Halle. Grabenstraße. Nord. Dann müssen wir einmal kurz rüber. Und dann gleich noch einmal rüber. So, es ist noch grün, den lassen wir vorbei. Und dann biegen wir in die Grabenstraße ein. Ja, das ist jetzt die vorletzte Haltestelle hier in diesem Bezirk. Dann kommt nochmal der Hauptbahnhof, Königsstraße. Und dann geht es weiter zum Fernsehturm. Wow, und schaut euch das hier auch mal wieder an. Es sind auch viele mit Koffer. Oder ist das kein Koffer da? Nee, das ist ein Mülleimer, ne? Wow, hier steigen ja viele aus. Eine normale Fahrkarte. Ja. Ich hätte gedacht, das wäre ein Koffer. Danke. Einen schönen Tag. Aber das ist der Mülleimer. Ja, habe ich mich ein bisschen vertan. So. Die nächste Ampel. Boah, die wird ja auch direkt mal auf grün geschaltet. Also wir sind jetzt hier gerade schön im Fluss. Wow. Doch, das war noch alles in Ordnung hier. Perfekt, perfekt. Kommen gut durch. Ja, wir liegen sehr gut in der Zeit, mein Herr. Auch hier beim Hauptbahnhof wieder nur sehr wenig Leute. Das ist eigentlich komisch. Also ausgerechnet beim Hauptbahnhof nur so wenig. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, zweimal Einzelfahrkarte machen wir so. Das war's dann auch schon, oder? Was ist hier jetzt? Türdefekt. Hindert uns ja nicht. So, Tür zu. Und sitzen. Drehen hoch mit dem Bus. Und ab dafür. Und die ist tatsächlich schon wieder auf grün. Das kann ja nicht wahr sein. Nächste Halt, Fernsehturm. Okay, wir steigen ein. Es geht zum Fernsehturm. Und damit haben wir dann so circa auch die Hälfte der Strecke geschafft. Ich find's lustig. Ja, das ist uns bewusst. Ich finde es lustig, wenn man mal da oben links in den Seitenspiegel schaut, wie heftig, wenn wir drin sitzen, das Hinterteil da so wackelt. Seht ihr das? Das fliegt richtig umher. Das haben sie ein bisschen komisch gemacht. Wenn wir draußen sind, ist das nicht so extrem. Oh, da kommt noch eine, pass auf. Oh, zerschlagen. Bam. Bin ich tot? Ich glaube, ich bin tot. Was? Du bist doch nicht tot. Bist du tot? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Alter, du bist rot. Was ist jetzt los?